Einen wunderschönen guten Abend an die Bildschirme. Herzlich willkommen zur zweiten Übertragung im Jahre 2014. Wir haben hier die iRacing GT3 Challenge für euch präsentiert von Sim Racing Deutschland. Ja, zweite Rennen in dieser neu ausgetragenen Serie. Zum ersten Mal iRacing bei Sim Racing Deutschland dieses Jahr am Start. Zunächst mal hatten wir ja die DSTM im ersten Halbjahr und jetzt eben die GT3 Challenge im zweiten Halbjahr mit dem Ruf, dem BMW Z4 und den McLaren MP4-12, also drei Fahrzeuge zur Auswahl. Mein Name ist Daniel Hahn und ja, ich begrüße euch ganz herzlich aus Indianapolis, wollte schon Interlagos sagen, da sind wir in 2 Wochen, aus Indianapolis von der Grand Prix-Strecke, also aus dem bekannten Oval machen wir heute einen Grand Prix-Kurs. Haben ein paar Kurven eingebaut, damit wir es den Fahrern nicht allzu leicht machen. In wenigen Momenten wird es dann auch schon losgehen mit der Qualifikation. Momentan allerdings noch haben die Fahrer Zeit, sich ein bisschen warm zu fahren, und das gibt uns ein paar Momente Zeit, ein bisschen nochmal auf die Serie einzugehen, und wir haben da ein paar Informationen vorbereitet, die sogenannten Key Facts. Ja, worum handelt es sich denn genau bei dieser GT3 Challenge? Zunächst einmal, eben habe ich schon angesprochen, mit den drei Fahrzeugen, die in iRacing angeboten werden. 8 Rennen, alle 2 Wochen mittwochs. Also das vielleicht schon mal vorweggenommen und dann von oben nach unten mal kurz durchgegangen. Kostenlos für alle Vereinsmitglieder, ansonsten 5 € Startgebühr, um einfach die Umkosten zu decken, die unter anderem auch durch iRacing selbst anfallen. Was steht heute an? 15 Minuten Quali, 75 Minuten Rennen, also gut 1,5 Stunden Action auf dem Bildschirm. Freie Fahrzeugwahl bei jedem Rennen, das ist ganz interessant, denn ja, natürlich gibt es verschiedene Fahrzeuge, es hat jedes Fahrzeug sein eigenes Handling, ja, und dementsprechend kann der ein oder andere sich benachteiligt fühlen bei dem ein oder anderen Rennen, und somit hat man eben gesagt, jeder kann vor jedem Rennen sein eigenes Fahrzeug wählen. Also da ist man gar nicht, man muss sich nicht festlegen, kann da immer schön wechseln, je nachdem, was man denn denkt, welches Fahrzeug denn für die ein oder andere Strecke am besten ist. Und dann haben wir natürlich noch 8 Rennen, haben wir auch gerade schon gesagt, und Pokale für die ersten 3 Plätze. Also es gibt auch ein bisschen was zu gewinnen, wenn man denn am Ende unter den ersten 3 sein mag. Wer da momentan steht, schauen wir uns jetzt an. Nach einem Lauf führt also David Jahn vor Daniel Türk die Meisterschaftstabelle an. Das ist natürlich auch gleichzeitig das Endergebnis des ersten Laufes. Das ergibt sich nach einem Rennen von selbst. Justin Hoppe auf der 3, Kevin Westphal auf der 4, Tobias Soltau auf 5. Und die weiteren Plätze schaut ihr euch am besten selber mal an, sucht euren Favoriten raus. 16 Fahrer haben ja beim ersten Saisonlauf teilgenommen. Und die fahren natürlich auch für die verschiedenen Teams. Und auch da haben wir eine kleine Grafik vorbereitet. Und zwar die sogenannte Teamwertung. Da sehen wir also, dass P1 Gaming mit Hoppe und Funder momentan an der Spitze liegt, aber nur 2 Pünktchen vor B3 Racing Amateure. So amateurhaft haben sie sich gar nicht angestellt beim letzten Mal. Piranha Sim Racing auf der momentan dritten Position. Ja, da ist alles noch eng beisammen. 12 Teams hatten wir am Start, einfach zu entnehmen. Und dann würde ich sagen, haben wir im Großen und Ganzen die Informationen schon durch. Wie gesagt, es ist heute der zweite Lauf und wir hoffen auf ein dementsprechend, ja, gutes Rennen. Indianapolis steht an, die Qualifikation ist in diesem Moment gestartet und wir gehen also direkt rein. Natürlich fahren jetzt die Fahrer erstmal auf die Strecke, haben 15 Minuten Zeit, ihre Zeit zu setzen. Da ist noch keiner auf der fliegenden Runde. Wir blenden mal noch den Tower auf der linken Seite ein im Qualifying. Da seht ihr jeweils die Fahrerkürzel und die aktuelle Bestzeit, die die Fahrer gepostet haben.
Ja, Michael Funder war einer der beiden, die sich die Teamwertung schnappen konnten, zumindest den ersten Platz, den vorübergehenden. Zusammen mit Justin Hoppe hatte das gerade schon erwähnt. Wir werden da auch natürlich nochmal auf die einzelnen Teams genauer eingehen, wenn denn die Fahrer im Bild zu sehen sind. Also momentan sind 7 Fahrer bereits auf der Strecke. Wir haben auch ein paar neue Namen dabei, die beim letzten Mal noch nicht dabei waren, aus verschiedensten Gründen, aber natürlich auch die alten Bekannten, eben zum Beispiel Justin Hoppe, der beim letzten Rennen den Sieg davontragen konnte. Na, ich rede natürlich Quatsch. David Jan hat natürlich beim letzten Mal gewonnen. Justin Hoppe, der andere P1 Gaming-Pilot, der eben in der Teamwertung führt. Nochmal zur Erinnerung, Jan, Türk, Hoppe, Westphal, Soltau, das waren die Top 5 beim letzten Mal. Jetzt sind wir aber schon in der ersten Runde auf diesem Kurs. Fahren mal ein bisschen mit onboard bei Michael. Die ersten Rundenzeiten werden dann gleich gesetzt werden. Mal sehen, wer da zunächst die Nase vorne hat. Ich sehe gerade, wir bräuchten noch einen Ton, da haben wir ihn. Und dann können wir uns also voll reinwerfen in dieses Erlebnis am heutigen Abend. Indianapolis ist ja ein bisschen umgebaut worden, nachdem die Formel 1 zu Gast war. Gab es ein paar Veränderungen auf dem Roadkurs. Zum einen hat man das erste Infield etwas entschärft und diese letzte Ovalkurve, die wird nicht mehr voll durchgefahren, denn man hat zusätzlich noch ein zweites Infield eingebaut, das man aber heute Abend eben nicht benutzt. Das heißt, es geht voll durch die letzte Kurve über die Start-Ziellinie zurück. Und wir sehen also, Michael Funder setzt hier die erste Zeit mit 1,25,2. In diesem Moment aber schon unter Boden von Kevin Westphal, der also hier momentan auf der 1 sich befindet. Und außerdem noch auf der schnellen Runde Justin Hoppe, Jürgen Bell, Gunnar Miesen, Jens Jakob und Roland Wehrer. Wir haben jetzt auch die nächsten Zeiten bekommen. Da sehen wir zum Beispiel Justin Hoppe auf der 3, Roland Wehrer auf der 4. Aber ja, Kevin Westphal hat sich zunächst einmal die schnellste Zeit sichern können. 1,25,0. Das sieht schon ganz ordentlich aus. Im Mittelfeld sind wir noch ein bisschen enger beisammen. Gunnar Miesen in diesem Moment auf die 1 gerückt. Und Tobias Soltau auf seiner ersten schnellen. Mal sehen, wo er sich einsortieren kann. Ist jetzt schon durch die letzte Kurve hindurch. Ab sofort nur noch geradeaus. Da braucht man ein schön schnelles Setup. Aber man muss natürlich auch im Mittelteil durch die engen Kurven hindurchkommen. Wir achten jetzt mal auf die Zeit und Soltau schiebt sich zunächst einmal auf die 7. Position. Während sich Justin Hoppe in diesem Moment verbessern hat können, verdrängt Gunnar Miesen von der 3 auf die 4 und da hat er schon mal ein bisschen fliegen lassen, da war er ein bisschen zu weit draußen. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang können wir mal diese sogenannten Verwarnungen bei iRacing ansprechen. Und zwar darf man nicht zu oft neben die Strecke kommen, denn das registriert die Simulation und dann gibt es ein Limit, das in diesem Fall bei 20 Stück liegt. Also wer sich da 20 mal ein sogenanntes Off-Track zum Beispiel leistet, der wird vom Spiel aus disqualifiziert. Da können wir dann gar nichts mehr dagegen machen. Und im Großen und Ganzen heißt das also für die Fahrer, dass sie das tunlichst vermeiden sollten.
Denn es steckt natürlich eine gewisse Vorbereitung hier drin und wer dann möglicherweise aufgrund zu vieler Fehler am Ende das Rennen nicht beenden kann, das wäre ziemlich schade. Jens Jakob im Bild mit seiner insgesamt dritten gezeiteten Runde hat sich im letzten Umlauf ein Zehntel verbessern können. Diesmal allerdings nicht, kann seine Zeit nicht weiter drücken. Ja, die ersten sind schon wieder zurückgefahren an die Box, haben sich neue Reifen geholt. Unter anderem auch die beiden führenden Westphal und Funder. Wir sehen momentan im Bild Gunnar Miesen. Fünfter Platz, hat also nochmal einen einbüßen müssen. Da hat sich Tobias Soltau dazwischen geschoben. Also die Kräfteverteilung mehr oder weniger ähnlich wie beim letzten Mal. Auch hier diese Kurve, bevor man zurückkommt aufs Oval. Da haben einige Fahrer innen schon die Strecke sehr, sehr knapp ausgelegt. Also da müssen sie aufpassen, dass sie eben da nicht diese Off-Tracks sich eben allzu oft leisten. Und ich schaue mir mal die Liste an. Ja, da war schon der ein oder andere daneben. Also aufpassen, Jungs. Da könnte es schnell mal schief gehen. Ja, Gunnar Miesen. Die Runde war nichts, logischerweise, denn er kommt aus der Box, geht jetzt auf seine Schnelle. In der Box momentan noch Gustav Dobry, Jürgen Gattringer und Marcel Jelenowski. Alle drei stehen da ganz gemütlich, haben noch keine Anzeichen gemacht, eine Zeit zu setzen. Also dementsprechend auch noch keine Zeiten von ihnen in der Wertung. Und das war ein ja nicht schwer zu erkennender Fehler von Gunnar Miesen, der ihm da die nächste Zeit erstmal zunichte gemacht hat. Und auch Tobias Soltau, so wie wir sehen können, gibt die momentane Runde auf. Und dann blicken wir mal zum Zweitplatzierten, Michael Funder, ob er die Zeit von Kevin Westphal angreifen kann. Westphal beim letzten Rennen Viertplatzierter, Michael Funder auf dem sechsten Rang ins Ziel gekommen. Und jetzt sehen wir hier gleich mal schön diese Rechtskurve. Da sieht man, gehen die Piloten ganz innen rein, um eben möglichst früh aufs Gas zu gehen. Sehr wichtig beim Herausbeschleunigen, dass man das ja gut hinbekommt. Aber Funder fehlen da schon 6 Zehntel auf seine Bestzeit. Und wir sehen, ob Kevin Westphal möglicherweise die Messlatte noch etwas höher legen kann. Ansonsten keine Verbesserungen jetzt in den letzten Anläufen. Momentan Westphal vor Hoppe und Funder. Sollte auf der 4, Gunnar Miesen 5, Roland wäre auf der 6. Dann Jürgen Bell und Jens Jakob. Immer noch keine Bewegung bei den letzten Dreien.
Und Kevin Westphal ebenfalls ohne Verbesserung. So, ich habe mich mal kurz neu sortiert. Und wir schauen mal Jürgen Bell über die Schultern. Das stellt gerade das Auto ab, holt sich also frische Reifen. Und dann nehmen wir Roland Wehrer, den hatten wir auch noch nicht im Bild heute. Geht also jetzt auf seine nächste schnelle Runde. Wir haben noch knapp 3 Minuten auf der Uhr. Also unter Umständen wäre noch Zeit, eine Zeit zu setzen. Allerdings Dobry, Gattringer, Jelenowski. Das sieht eher nicht danach aus. Roland Wehrer steht momentan bei einer 1:26.499. Nach vorne fehlen ihm 4 Zehntel, aber dann sind gleich 2 weitere Positionen möglich. An der Spitze wird es ebenfalls gleich nochmal spannend, wer kann sich die Pole schnappen. Justin Hoppe hat sich in der Zwischenzeit auf die 2 schieben können. Ist aber nach wie vor so weit weg wie sein Teamkollege, knapp 2 Zehntel hinter Kevin Westphal. Jetzt aber erstmal die Zeit von Roland Wehrer. 26:1 gilt es zu schlagen und das gelingt ihm hier nicht. 6 Zehntel fehlen ihm leider im Ruf. Aber er hat ja noch ein, möglicherweise sogar 2 Versuche, wenn er jetzt durchzieht. Also da ist noch nichts verloren. So, Kevin Westphal, 1:30 vor Ende, steht in der Box, schaut sich das Ganze von außen an und Justin Hoppe geht auf die wohl letzte gezeitete. Wir schauen mal kurz, wo Michael Funder sich befindet. Er ist schon ein bisschen weiter auf der Strecke. Also das ist jetzt unser Fahrplan. Zunächst Funder, Hoppe und dann blicken wir nochmal drüber, wer denn noch Chancen hat auf der Strecke, die ersten 8. Und ja, so langsam ist es also klar, Dobry, Gattringer und Jelenowski werden ohne Zeit ins Rennen gehen oder ohne Zeit die Qualifikation abschließen. So, Michael Funders Zeit, die ist nicht gut. Das erkennen wir jetzt und wir sehen auch, dass Justin Hoppe so noch aus dem Augenwinkel haben wir es erkennen können. Das war nix am Ausgang hier. Das ist Kurve 11, die da wieder zurückführt und damit gibt er auch das Qualifying auf. Die letzten Versuche werden jetzt reinkommen. Unter anderem von ihm hier, Tobias Soltau. Diese langgezogene Kurve Nummer 6 kommt da weit raus und das ist in dem Fall nicht gut, weil das die nächste Kurve ist eine Rechtskurve, die kann er dann gar nicht von außen anfahren, hat also hier schon einiges an Zeit liegen lassen. Und dahinter Roland Wehrer und Michael Funder. Die ersten 6 werden mir noch angezeigt auf der Strecke, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass Justin Hoppe bereits das Auto in der Box abgestellt hat. Zeit ist abgelaufen seit ein paar Momenten und ja, es scheint wohl keiner mehr hier einen ernsten Angriff fahren zu wollen. Gunnar Miesen ist nochmal über die Linie, aber 2 Zehntel hinter seiner eigenen Bestzeit.
Roland kommt an die Box. Justin steht, ja, hat das Auto nicht abgestellt. Deswegen wird er mir ja noch als auf der Strecke angezeigt. Aber damit ist das Ding durch. Also nochmal aufgereiht in einer Liste. Kevin Westphal vor Justin Hoppe. 2 Zehntel trennen die beiden auf der 3. Michael Funder, die drei werden wohl das Rennen unter sich ausmachen. Aber ziemlich eng, das wird spannend zu sehen sein, wer dann da am Ende die Nase vorne hat. Wir rechnen, wie auch beim letzten Mal, mit einem Boxenstopp. Auf der 4. Position war dann Tobias Soltau, nachdem sich jetzt hier die... ja, der Tower verschoben hat. Und auf der 5 dann Gunnar Miesen, wenn mich nicht alles täuscht. Die weiteren Positionen werden wir dann gleich nochmal sehen. Wir gehen auch nochmal vor dem Rennen schnell durch. So, wir haben ein Momentchen Zeit. Gleich geht's ins Rennen. Und dann würde ich sagen, wir atmen nochmal schnell durch, holen uns was zum Trinken und sind dann in weniger als einer Minute wieder da. Bis gleich. So, wir sind zurück mit dem Start. Da waren sie etwas schneller, als ich das erwartet habe. Aber wir sehen den Kampf um die Spitze. Also erstmal Entschuldigung für diesen etwas verzögerten Eingang hier. Allerdings vorne bleibt erstmal alles beim selben. Und Marcel Janilowski wird mir leider nicht angezeigt. Müssen wir mal beobachten, ob er wirklich mit dabei ist. Sollte Roland Behrer mit einem guten Start vorgekommen auf die 5. Position und Gunnar Miesen. Ja, was ist da gewesen? Offensichtlich mit einem, ja, mit einem leichten, ja, hier sehen wir es noch. Mal sehen, was da los war. Kurve 1. Und dann in Kurve 2 übersteuern, korrigierter. Und dann geht's ins Kies. Das ist also der erste Zwischenfall gleich zu Beginn. Und ja, nicht nur Jelenowski, auch Gartringer und Dobry nicht auf der Strecke. Vorne aber erstmal Westphal vor Hoppe, Funder, Soltau. Und die 1.15 sind gestartet. Und wir haben die erste Runde bereits absolviert und Westphal wird sich möglicherweise verteidigen müssen gegen Justin Hoppe. Alles noch eng beisammen. Soltau wäre auf den Plätzen. Jürgen Bell 6. Jens Jakob 7. Gunnar Miesen dann auf der 8. Ja, aber die ersten 5 sind noch eng beisammen. Da hat sich noch keiner lösen können. Und Soltau macht Druck auf Michael Funder. Möglicherweise schon in Angriffsposition, aber er lässt es ruhig angehen. Riskiert hier erstmal nichts. Und obwohl er im Quali eigentlich noch, ja, wie soll ich sagen, ziemlich weit weg war von den Zeiten. Mit gut einer Sekunde. Scheint jetzt hier der Ersteindruck eine andere Sprache zu sprechen. Dann dahinter Jürgen Bell muss schon etwas abreißen lassen. Auch
Roland Vera, der ist da weggefallen. Also da muss es einen Fehler gegeben haben. So, hier ist er noch dran. Dann kommt er da weit raus, versucht das Auto in die Kurve zu zwingen. Und das wird sofort bestraft. Hat zwei Positionen gekostet. Er hat sich vor Gunnar Miesen wieder einsortieren können. Und Justin Hoppe ist vorbeigegangen an Kevin Westphal. Auch wenn wir das nicht live im Bild hatten, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Auf Ende Start Ziel ist er da daneben gefahren. Westphal lässt die Türe offen und Hoppe kann sich außenrum durchsetzen. Und wir sind wieder im Live-Geschehen mit dabei. So, falls ich im Live-Ticker nicht sofort die Position ändert, das wird immer erst am Ende der Runde aktualisiert, also wenn sie erneut über Start-Ziel kommen. So, was ist mit Michael Funder? Der hat da ebenfalls einen kleinen Quersteher drin gehabt. Auch da können wir uns mal die Wiederholung ansehen. Wenn wir die noch reinkriegen, der ist noch ein bisschen weiter zurück. So, hier war es der Fall. Selbe Kurve wie zuvor bei Roland Vera. Allerdings der Fehler nicht so schwerwiegend. Hat nur eine Position abgeben müssen an Soltau. Und konnte sich, wir sehen es im Bild, vor Jürgen Bell halten, der momentan auf der 5 liegt. Also leider nur 8 Fahrer jetzt im Rennen. Hoffen wir mal, dass sie uns eine ganz gute Show abliefern. Bis jetzt war das ja der Fall und vorne bleibt es auch nach wie vor eng. Zumindest was die Spitze angeht. Kevin Westphal, Justin Hoppe auf 1 und 2. Ja, schönes Manöver. Das ist sicherlich das Überholmanöver mit gemeint. Gibt es aus dem Chat zu hören. Also da Kompliment an Justin Hoppe. Kann ich nur bestätigen. Ja, mal sehen, ob er die Position halten kann. Die beiden waren ja ähnlich schnell. Westphal, Michael Funder, der nächste, der dann auf ihrem Niveau fuhr im Qualifying, erstmal mit Respektabstand von 4 Sekunden. Und jetzt der Windschatten. Möglicherweise der Konter. Westphal diesmal auf der Außenbahn. Oder was heißt diesmal? Erneut. Und Justin Hoppe nimmt da mal wieder die mit. Im Rennen allerdings jetzt hat noch kein Off-Track. Also das ist offensichtlich in Ordnung, was er da vorne veranstaltet. Kann ihm nicht vorgehalten werden. Und hat also den ersten Angriff erstmal abwehren können. Tobias Soltau profitiert natürlich davon, falls sich die Fahrer auf den ersten beiden Plätzen weiter bekriegen werden. Man kann somit theoretisch dranbleiben. Hat auch eine ganz gute Rundenzeit im letzten Umlauf gehabt und befindet sich nicht mal eine Sekunde hinter den beiden. Also da bleibt er noch dran, das sieht sehr gut aus. Mal sehen, wie lange das der Fall sein wird, nachdem jetzt schon fast, ja, etwas über 6 Minuten gefahren sind. Die Runde ist nicht allzu lang hier. 1,30 im GT ist ziemlich schnell für eine Runde. Erneut der Windschatten, erneut das Ausscheren und erneut die Kampflinie von Justin Hoppe. Kann natürlich die Kurve dann nicht optimal anfahren. Diesmal reiht sich Kevin Westphal dahinter ein und verliert dementsprechend nicht sofort wieder ein paar Meter.
Und wir sehen, Tobias Soltau bleibt dran. Und könnte möglicherweise hier den Angriff setzen, wenn er da gut rausgekommen ist. Na, offensichtlich nicht. Hat da ein bisschen was verloren über die Gegend gerade. Also nach wie vor P1 Gaming bei Schubert Motorsport. Justin Hoppe vor Euronix. Kevin Westphal und auf der 3 Tobias Soltau unterwegs im Namen von Simsing Pro. Dahinter Michael Funder, ja, der muss aufholen. Hofft dann natürlich, dass sie weiter gegeneinander fahren vorne. Und der nächste Versuch. Diesmal hat Westphal schon eher die Nase vorne, aber er hat eben die schlechtere Linie, kann nicht effizient reinziehen. Und es reicht noch nicht, um daneben zu bleiben. Jetzt erneut die Rechtskurve, da hat Justin Hoppe einfach den Vorteil. Ah, und Manöver von Soltau. Auch wenn er sich da innen reinschieben konnte auf gleiche Höhe, reicht es eben nicht aus, um entscheidend daneben zu ziehen. Dafür wäre dann die Kurve, ja, zu eng geworden. Da konnte Kevin Westphal mehr Schwung mitnehmen. Und somit bleibt erstmal alles beim Alten. Ja, die machen sehr viel Spaß. Wie sieht es auf den weiteren Positionen aus? Nach wie vor alles beim Alten. Funder, Bell, Jakob und dann Roland Wehrer, Gunnar Miesen, die beiden, die da schon den kleinen Fehler gemacht haben. Kleinen Fehler hat auch Michael Funder gemacht, der profitiert aber durch dieses Kampftrio deutlich und kann sich schon wieder sichtbar heranschieben. Ja, und Kevin Westphal ist wieder in der Angriffsposition. Außenrum in der Schräge, da verliert er Zeit. Da muss er schleunigst wieder nach innen kommen. Aber diesmal sieht es gut aus, aus seiner Sicht. Hat jetzt schon früher die Nase vorne, aber Justin Hoppe hat eben die Linienwahl. Erstmal Kompliment an beide Fahrer, lassen sich da deutlich Platz. Und ja, jetzt zieht er innen rein, Kevin Westphal. Da will er sich nicht nochmal diesen, möglicherweise möchte er sich nicht in Gefahr bringen, dass Tobias Soltau eventuell daraus profitieren kann. Wir gehen mal ganz schnell durch und etwas weiter nach hinten. Werfen mal einen Blick auf Roland Wehrer und Gunnar Miesen, denn Roland kommt so langsam unter Druck. Gunnar hat sich von hinten ranfahren können und setzt jetzt hier auch schon außen an. Oder besser gesagt, Roland lässt sich da raustreiben. Und Gunnar zieht auf der Gegengeraden daneben. Und wenn er jetzt spät auf die Bremse gehen kann, so ist es, dann kann er vorbeiziehen. Also Positionswechsel auf den Positionen 7 und 8. Gunnar Miesen geht vorbei an Roland Wehrer. Auch Jens Jakob, Jürgen Bell auf Position 5 und 6 sind miteinander beschäftigt. Während vorne das Spitzenduo mal wieder in, und jetzt sind wir schon zu viert hier, auch Funder greift an. Also da bleiben wir auf jeden Fall mal drauf. Allerdings können beide BMW-Piloten auf der inneren Linie ihre Position verteidigen. Mal sehen, wie es aussieht dahinter. Ja, Bell weiterhin vor Jens Jakob, zweimal McLaren hier. Und jetzt steht mein Bild, aber nur kurz, geht auch schon wieder weiter. Da dachte ich schon, da wäre irgendwas Schlimmeres passiert, ist nicht. Jürgen Bell, Jens Jakob, auch das ist deutlich enger als zu Beginn des Rennens. Jens Jakob im letzten Umlauf knapp eine Sekunde schneller gewesen. Und ja, Kevin Westphal im Ticker auf der 1. Allerdings, ja, eben immer nur kurze Zeit.
während es über Start-Ziel geht, das hier ein bisschen weiter auseinandergezogen ist. Gehen wir auch mal wieder nach vorne. Ins Euronics-Fahrzeug von Kevin Westphal. Diesmal allerdings kein Angriff von ihm. Und dahinter hat sich Michael Funder vorbeischieben können. Also Positionswechsel zwischen Soltau und Funder. Ja. Sieht mir fast so aus, als ob Soltau da ein Problem gehabt hat. Allerdings, ja, wohl genau in der Zeit, als wir gerade einen Bildausfall hatten. Nun gut, halten wir also fest, Soltau vorübergehend auf die 4 zurückgefallen, und ich sag vorübergehend, denn ja, so eng wie das da vorne zur Sache geht, kann sich das jederzeit wieder ändern. Interessanterweise jetzt auch Roland Wehrer mit einer ganz schlechten Runde. Ja, schade für ihn. War wohl ein erneuter Fehler drin, da fehlen ihm 10 Sekunden auf seinen Vordermann, dementsprechend auch jetzt der Abstand. Und jetzt gehen sie möglicherweise zu dritt in Kurve 1. Hoppe außen dieses Mal. Zieht da rein. Oh, da hat er Glück gehabt, dass Westphal da mitspielt. Ansonsten hätte das ganz böse ausgehen können. Also nach wie vor Hoppe vor Westphal und Funder vor Soltau. Jürgen Bell auf der 5. Position unterwegs für KPR Simracing Team Phoenix Nummer 2. Genauso wie Jens Jakob, also die beiden Teamkollegen auf 5 und 6. Da werden sie sich ja schön zurückhalten im Kampf gegeneinander. Auf keinen Fall den anderen abschießen. Gunnar Miesen für Piranha vor Roland Wehrer im KPR Simracing Team Phoenix, ja, Nummer 1. Und erneut Vorteile hier für Kevin Westphal. Funder spät auf der Bremse, da geht's gerade aus, und jetzt kann Soltau möglicherweise daraus profitieren. Oh, ganz knapp, er berührt ihn. Er berührt ihn. Soltau kann das Auto nicht halten, unmöglich. Ah, und jetzt muss er aufpassen, konnte dann nicht zurück auf die Strecke beschleunigen, da das Duo eben danach kam. Ah, das war nicht gut gemacht von Michael Funder. Schwierig aber zu vermeiden, wir schauen uns das gleich nochmal an. Aus der Cockpit-Perspektive, also so wie er das Ganze gesehen hat. Verbremst sich hier, kann nicht einlenken, sonst würde Kevin Westphal auffahren und dann, oh ja, das ist eigentlich nicht zu verhindern. Also da muss ich meine Ansage zurücknehmen, das kann er eigentlich nicht verhindern. Da kommt Soltau zu knapp vor ihm rein. Also typischer Rennunfall. Trifft eigentlich keinem wirklich die Schuld. Bitter nur für Soltau, denn der ist jetzt zurückgefallen, eben hinter das Duo Jürgen Bell und Jens Jakob mit insgesamt 15 Sekunden Abstand zur Spitze. Und vorne geht schon wieder nebeneinander in Kurve 1. Justin Hoppe erneut auf der Innenbahn, wieder in der Defensivstellung, und das Bild kennen wir jetzt so langsam, dass Kevin Westphal von außen eben nicht entscheidend angreifen kann. Eindeutig das engste Duell jetzt natürlich.
Schauen wir mal die weiteren Rundenzeiten an. Die sehen gut aus. Wie gesagt, Tobias Solter natürlich seine Zeit jetzt im letzten Umlauf nichts gewesen. Wir haben gesehen, warum. Hat einen Abstand von knapp 4 Sekunden auf das Duo Jakob und Bell. Da ist jetzt Jens Jakob mal nach vorne gefahren. Hat auch die etwas schnelleren Rundenzeiten zuletzt gezeigt. Allerdings beide mehr oder weniger auf einem Niveau. Also da werden sie sich kaum auseinanderfahren. Ja, interessant, warum Dobry, Gartringer und Jelenowski nicht dabei sind. Das wäre mal schön zu wissen. Alle drei auf dem Server gewesen. Und jetzt die weitere Möglichkeit. Außen wieder erneut Westphal. Mal sehen, wie das aus seiner Sicht immer so schön aussieht. Der lässt da innen die Linie frei. Und dann denkst du eigentlich, da hat er die Nase vorne. Und diesmal hat er die Nase vorne, ja. So funktioniert's. Hoppe ist noch dabei, hat aber die Position aufgeben müssen. Also schauen wir uns das Ganze nochmal von außen an. Also da war ich mir eigentlich sicher, dass Hoppe erneut die Position verteidigen kann. Ist ein bisschen später auf der Bremse vielleicht als normal. Aber diesmal hat Kevin Westphal da außen den Schwung mitnehmen können. War dann auch ein bisschen energischer als sonst. Hat Hoppe nicht so viel Platz gelassen. Und schon hat er die Position gewonnen. Interessantes Duell zwischen den beiden. Leichte Berührung möglicherweise. Nichts weltbewegendes. Funder durch die Berührung abgeschlagen, wird sich aber wieder ranfahren können. Denn das kostet die beiden jedes Mal knapp 5 Zehntel. So, Justin Hoppe jetzt in der ähnlichen Position über außen. Mal sehen, wie er das handhabt. Oh, da hat einen Überschuss. Da kann er eigentlich jetzt schon rüberziehen. Ah, lässt da ein bisschen weiter die Türe offen. Und das scheint das Rezept zu sein. Also, wie energisch gehe ich da von außen auf die innere Spur? Denn der Innenmann hat eigentlich die besseren Möglichkeiten. Wir haben inzwischen ein paar Informationen aus dem Chat bekommen. Vielen Dank an diese Adresse. Und zwar zum einen haben wir Marcel Jelenowski mit Internetproblemen, das verhindert seine Teilnahme. Dann haben wir Gustav Dobry mit Hardwareproblemen und ja, Jürgen Gartringer so ein bisschen ohne Information, also da haben wir auch nichts weiteres bekommen. Werden wir vielleicht im Laufe des Abends noch auflösen können. Bleiben aber erstmal vorne mit dabei. Im Mittelfeld tut sich momentan leider nichts. Ja, wir sehen allerdings, oder ich sehe, Roland Wehrer an der Box. Ja, nach 20 Minuten etwas früh. Ich denke nicht, dass das planmäßig war. Vielleicht ist er irgendwo angeschlagen. Und scheint das Auto jetzt abgestellt zu haben. Also, ja, da ist er raus. Roland Wehrer nicht mehr mit dabei, muss das Auto leider abstellen. So, dieses Mal überhaupt kein Angriff. Schauen wir mal ins Mittelfeld. Bell nach wie vor hinter Jakob. Aber dahinter schleicht sich Tobias Soltau schon langsam an, der jetzt aber nicht überragend schneller fährt. Also die letzten Rundenzeiten lassen da durchaus hoffen, dass die beiden KPR-Piloten die Position noch eine gewisse Zeit lang halten können.
Ja, im letzten Umlauf Tobias Soltau nur 5 Zehntel schneller gefahren. Vorne geht es aber in die nächste Runde und da wollen wir natürlich dabei sein. Diesmal Hoppe auf der Innenbahn und Kevin Westphal. Ja, der hat so langsam raus, wie man da von außen rein muss. Hat das jetzt ein ums andere Mal gemacht. Michael Funder ist wieder rangefahren. Jetzt bin ich aber mal daran interessiert, wie denn Justin Hoppe da vorbeigekommen ist. Das wird wohl ein Fehler von Kevin gewesen sein. Das ist die letzte Runde. Ja, kleiner Quersteher in Kurve Nummer 6. Und in Nummer 7 macht er dann den nächsten Fehler. Dadurch ist Hoppe vorbeigegangen. Also erneutes Überholmanöver auf Startziel. Kevin Westphal auf der Außenbahn vorbeigegangen. Also er hätte mich sonst gewundert, wieso er da... Wieso er denn da die Außenbahn gewählt hat als Verteidigungslinie. Aber so, natürlich alles klar, hat da den Fehler schon zuvor gemacht. Während wir mit der Kamera eben bei Jürgen Bell waren. Abstand von Soltau auf Jürgen Bell sinkt nicht mehr, denn da ist wohl was passiert. Boxenstopp von Soltau. Schauen wir mal, ob wir da noch was ins Bild bekommen. Hier ist er noch dahinter. Die Rundenzeiten waren jetzt nicht schlecht. Also die Spitze ist nicht wirklich schneller gefahren. Das heißt, er hat eigentlich meiner Ansicht nach keinen Schaden mit sich herumgeschleppt. Also da muss er eigentlich irgendwo angeschlagen sein. Hier im letzten Teil der Strecke. Also das ist schon sehr merkwürdig. Naja, biegt da einfach ab. War das eine Taktik, mit wenig Sprit loszufahren, um möglicherweise vorne dran zu bleiben? So, und jetzt ist Michael Funder vorbeigegangen. An Justin Hoppe, auch da können wir uns das Replay nochmal schnell ansehen. Hoppe hier auf der Außenbahn, gab es da möglicherweise eine Berührung? Holen wir uns am besten diese Kamera. Und ja, in der Tat, leichte Berührung auf Ausgang Kurve 3. Und Michael Funder hat da die Nase vorne und jetzt auch der Angriff und die Berührung mit Kevin Westphal. Das wird dem Kevin nicht schmecken. Verteidigt sich auf der Innenbahn. Funder außen. Ja, also eine Fahrzeugbreite war Platz, aber viel mehr auch nicht. Kevin Westphal kriegt da den Stoß aufs Heck, damit Doppelführung für P1. Hoppe vor Funder, der ist nämlich da noch vorbeigegangen. Was bekommen wir hier? Denn da ist Funder ganz weit rausbekommen. Ja, was ist denn da passiert? Was macht er denn da? Und dann dreht er sich auch noch raus beim Zurückfahren. Also, ja. Haben ihn da etwa die Schuldgefühle geplagt? Wer weiß. Auf jeden Fall war die Konzentration einen Moment lang weg. Und damit, wir sehen es, Jens Jakob vorgefahren auf die 3. Damit jetzt die neue Reihenfolge Hoppe vor Westphal. Jens Jakob auf der 3, Michael Funder auf der 4, Jürgen Bell auf der 5. Und auf der 6 Gunnar Miesen vor Tobias Soltau, der jetzt nach dem Boxenstopp natürlich weit, weit weg ist vom Feld. Ein paar Off-Tracks von Soltau haben wir
gehabt. Allerdings lagen die jetzt im Vergleich zum Boxenstopp schon 5 Runden zurück. Wir hatten sie im Bild. Ich kann es mir nicht erklären. Also, da sind wir einer Meinung in etwa. Auch im Chat eher die Vermutung, dass es eben ja zu wenig Sprit war. Hat vielleicht voll getankt jetzt. Also man kommt mit einem Boxenstopp durch. Und na klar, gerade wenn man so knapp dran ist an der Spitzengruppe, kann man sich das eigentlich schon erlauben, da mal ein bisschen weniger reinzumachen am Anfang. Und dann dementsprechend vielleicht dran zu bleiben. Jetzt aber erstmal außen. Michael Funder vorbei an Jens Jakob. Und ja, das ist keine allzu schwere Aufgabe für ihn. Da ist deutlich ein höherer Topspeed vorhanden. Der Windschatten tut das Restliche dazu. Also Jens Jakob, kurz mal auf Podiumsposition. Und was ist das? Das ist Jürgen Bell im Kies. Eigentlich mit einem sehr, sehr konstanten Rennen bisher. Das ist das zweite Mal, dass er da ein Off-Track angezeigt bekommt. Dadurch natürlich der Positionsverlust, und zwar gegen Gunnar Miesen, den Piranha-Piloten. Justin Hoppe jetzt erstmal 2,5 Sekunden vor Kevin Westphal, knapp 10 Sekunden dahinter Michael Funder auf der 3, Jens Jakob auf der 4. Position. Eine Sekunde Abstand, aber ja, da wird der Abstand eher größer werden. Gunnar Miesen dahinter mit 4 Sekunden Abstand und Jürgen Bell, das könnte jetzt schon ein Notstopp sein sozusagen, dass er möglicherweise mal schauen möchte, was kann ich hier wieder gut machen mit dem Boxenbesuch. Also auch er wird jetzt erstmal den Anschluss verlieren. Ist nicht schlimm. Wie gesagt, einmal muss jeder kommen. Also wir gehen schwer davon aus, dass jeder mindestens einmal kommen wird. Steht jetzt, ich kläre euch gleich über die Standzeit auf. Wir bleiben aber jetzt mal schnell bei Jens Jakob, denn der lässt sich nicht so einfach abschütteln und hat möglicherweise die Chance, im Windschatten gleich nochmal einen Angriff zu setzen. Standzeit von Jürgen 18,2, das sind 4 Sekunden weniger als Tobias Soltau. Allerdings, Tobias ist vorbeigegangen. Knapp 10 Sekunden dahinter hat sich Jürgen eingereiht und das ist 1 Minute und 15 Sekunden hinter der Spitze. So, Windschatten gibt's nicht, da ist der BMW zu schnell auf der Geraden anscheinend. Und im Hintergrund sehen wir schon Gunnar Miesen, der da langsam aufschließt. Damit hat also jetzt Jens Jakob zunächst einmal eine neue Aufgabe. Und was macht Gunnar denn da? Da ist plötzlich der Abstand größer geworden. Das kann eigentlich nur eine Ursache haben. Ein weiterer kleiner Fehler. Da ist er gut daneben gewesen. Kriegt dafür kein Off-Track. Ja, nimmt aber Geschwindigkeit raus. Also ist da so fair.
In dem Fall, falls jemand von Piranha zuhört, kann er ihm sagen, das war zumindest vom Spiel aus legal. Er ist so fair, aber nimmt da etwas Tempo raus. 3 Sekunden für so ein bisschen daneben sein, na, das ist schon mehr als nur höflich. Aber geht in Ordnung. Vorne wird es wieder eng. Enger. Westphal in den letzten beiden Runden jeweils schneller. Ja, im Chat gibt es gerade die Diskussion über das Manöver, über den Dreher von Kevin Westphal. Sehr enge Fahrt daneben einander, also hat da ja kaum Platz gelassen. Ich sag mal eine Fahrzeuglänge und mehr nicht, habe ich es vorher genannt. Ja, wie gesagt, da gibt es gerade die Diskussion, also falls ihr mit dabei sein wollt, kurz bei Hitbox anmelden und ja, diskutiert doch einfach mit. Ob es zu viel war oder nicht. Das ist auch ein bisschen das Schöne im Rennsport. Da kann man sich über so vieles streiten. Das war ein kleiner Fehler. Da ist der Schwung raus. Und jetzt muss er aufpassen, dass ihm die Räder hinten nicht durchdrehen. Das ist immer in ungewohnten Situationen gar nicht so einfach anzuhaben. Wenn das Auto nicht die Geschwindigkeit hat, die man gewohnt ist in der Kurve, dementsprechend nicht den Anpressdruck, dann die Hinterachse wieder ans Laufen zu bekommen. Das ist nicht einfach, wie gesagt. Da muss man ganz genau aufpassen. So, da sich das Rennen jetzt mal kurz beruhigt hat, möchte ich mal einen Blick auf die schnellsten Rundenzeiten werfen. Da haben wir momentan Michael Funder auf der absoluten Topzeit mit 1:25,9. Eine knappe Sekunde hinter den Quali-Zeiten. Nicht weit davon entfernt. Kevin Westphal 26,0. Justin Hoppe 26,7. Allerdings unter anderem 26,2 natürlich, Entschuldigung, das war etwas unscharf. Allerdings nicht weit davon entfernt sind unter anderem Jens Jakob, Gunnar Miesen und Jürgen Bell, allesamt mit einer 26,5. Und jetzt mit frischen Reifen, nein, gar nicht mal, Tobias Soltau auf der 6, 25,8, absolute Topzeit. Aber leider eben im Grunde nicht mehr direkt mit dabei. Letzte Umläufe, da hat Justin Hoppe wieder ein bisschen kontern können. Hat sich 3 Zehntel rausfahren können auf Kevin Westphal. Ähnlich schnell war Michael Funder dahinter. Jens Jakob hat ein bisschen abreißen lassen müssen. Und Tobias Soltau im letzten Umlauf der schnellste. Ihm fehlt eine Minute auf die Spitze. Aber er holt eher auf. Ja, da ist noch nichts entschieden. Also wenn vorne Hoppe und Westphal nicht absolut fehlerfrei durchkommen, dann hat auch Soltau noch möglicherweise die Chance, hier was zu reißen. So, diese Runde, schlechte Zeit von Hoppe, der geht schon mal vorsichtshalber auf die Kampflinie, auch wenn das jetzt nicht unbedingt nötig gewesen wäre. So, die wollte ich haben. Und damit ist Westphal wieder dran. Letzter Umlauf. Hoppe 28,0. Westphal 26,8. 1,2 Sekunden hat er da weggeknabbert. Damit ist er wieder in Schlagdistanz. Mittelfeld zieht sich auseinander. Funder auf der 3, 2,5 jetzt vor Jens Jakob. Gunnar Miesen nach wie vor nach seinem kleinen Missgeschick in der ersten Kurve. 8 Sekunden dahinter. Dann Soltau mit 40 hinter Miesen. Jürgen Bell 10, 12 Sekunden in dem Fall jetzt hinter Soltau. Leider nicht mehr mit dabei. Roland Wehrer, Jürgen Gattringer, Gustav Dobry, Marcel Jelenowski.
Und jetzt gibt's den Angriff von Westphal, da bin ich mir ziemlich sicher. Geht außen schon daneben. Und das kann er ja von außen reinziehen und die Nase vorne behalten. Ah, so aber nicht. Fehler beim Anbremsen. Kam das Auto leicht quer, da muss er sich selbst retten. Kann nicht in den Angriff gehen. Und mir ist gerade aufgefallen, dass wir uns noch in der Wiederholung befunden haben, seit einer geraumer Zeit. Da gehen wir mal wieder ins Live-Bild, ist eine halbe Runde weiter schon. So, jetzt geht's im Mittelteil, aber... Was heißt im Mittelteil? Das Mittelfeld zu dritt an der Box nach... Ja, ziemlich genau Halbzeit. Jetzt also die Boxenstops von Funder, Miesen und Jens Jakob. Funder mit 17,4 Standzeit. Gunnar Miesen da etwas schneller, 16,8. Und Jens Jakob stand zu lange meines Erachtens nach, 31,2. Und vielleicht haben Sie es gesehen, Soltau ist vorbeigegangen außen an Gunnar Miesen. Und Jens Jakob muss seinen Teamkollegen vorlassen. Jürgen Bell, der schon ein paar Runden zuvor an der Box war, hat insgesamt in der Box 10 Sekunden auf den Großteil des Feldes verloren. Also da ging irgendetwas schief. Vielleicht zu viel Benzin. Wir wissen es jetzt nicht momentan. Damit also jetzt die neuen Reihenfolge, nachdem Justin Hoppe, wir sehen hier noch den Ausgang, ebenfalls an der Box war. Westphal also jetzt in Führung. Hoppe auf der 2, Funder auf der 3, Soltau wieder auf der 4. Abstand auf Michael Funder sind 6 Sekunden. Also das ist durchaus im Bereich des Machbaren. Gunnar Miesen, dann dahinter auf der 5 und dann Jürgen Bell, Jens Jakob. Außer Westphal, alle bereits einmal an der Box. So, und jetzt bekomme ich keine Meldung mehr von Westphal. So, da steht er. Allerdings nicht gewertet. Auf der 7. Oh, das wäre jetzt bitter, wenn hier die Technik versagen würde. Was ist da passiert? Hier kommt er rein. Und dann verschwindet er, taucht nicht mehr auf und die Zeit blieb stehen. Die Verbindung wurde sehr wahrscheinlich verloren, so wie es ausschaut. Mal sehen, ob wir da vielleicht schlauer werden gleich, wenn er da im Teamspeak sich verabschiedet. Ist allerdings noch da. Naja, müssen wir mal abwarten. Es geht auf jeden Fall erstmal nicht weiter. Ist aber noch gewertet in dem Sinne, dass er noch im Rennen sich befindet. Also wenn da möglicherweise die Verbindung weg war, kann er das Rennen wieder aufnehmen. Allerdings mit einem Abstand, den er wohl nicht mehr reinfahren wird. Jetzt Westphal wieder mit der Verbindung. Zumindest was mein Tool mir hier anzeigt. Da steht da nach wie vor. Damit führt Justin Hoppe jetzt deutlich vor Funder. Und auf der dritten Position, in dem Fall Tobias Soltau. Ja, Westphal steht und verliert jetzt natürlich Zeit en masse. Alle rücken eins auf. Also Hoppe, Funder, Soltau, Miesen, Bell und Jakob. Das ist der neue Zwischenstand.
Ja, mir fällt gerade auf, dass unser, ja, unser Ticker hier zumindest einen völligen Quatsch erzählt, was die Position angeht. Die Abstände, die stimmen allerdings. Also verlasst euch mal nicht auf die Positionsangaben, sondern nehmt einfach die Zeitabstände als Anhaltspunkt. Und ja, allzu viel durchzählen gibt's ja nicht. Keine Ahnung, woran das jetzt liegt, aber auf jeden Fall die Zeitabstände, die stimmen. Und Gunnar Miesen. Letzter Umlauf war sie gut. Dieser ist auch sehr gut. Da schließt er langsam auf. Wenn er so weitermacht, dann wird Soltau schwer haben, die Position zu behalten. Wobei, wir haben es vorher erwähnt, Soltau eigentlich der allerschnellste auf eine Runde gesehen. Justin Hoppe, Michael Funder, der Abstand 13 Sekunden. Soltau, ja, der hat ein bisschen hängen lassen. Nachdem der Rest jetzt ebenfalls auf dem frischen Reifen unterwegs ist. 10 Sekunden auf 100. Und Kevin Westphal ist wieder unterwegs. Also da geht's weiter für ihn. Ja, mit der Wut im Bauch. Da bin ich mal gespannt, was da los war. Also Westphal ist wieder unterwegs. Er wird mir nur mit 20 Sekunden Rückstand auf Jens Jakob angezeigt. Das kann ich mir im Grunde aber schwer vorstellen. Also wenn das stimmt, was hier steht, dann haben wir die Verbindung zu Kevin verloren gehabt. Und er selber wohl auch kurze Zeit. Er wird mir mit einer Minute Rückstand auf die Spitze angezeigt. Und ohne Boxenstopp, also das kann dreimal nicht stimmen. Wir müssen einfach abwarten, wie sich das entwickelt. So wie es aussieht, hat er mindestens 20 Sekunden Rückstand auf Jens Jakob. Und Soltau lässt schleifen. Gunnar Miesen kommt ran. Auch Jürgen Bell, Jens Jakob wird wieder enger, Position 5 und 6. So, nächste Rundenzeit. Soltau erneut mehr als eine halbe Sekunde eingebüßt auf Gunnar Miesen. Und da wird es jetzt demnächst zu einem Duell kommen um die momentan letzte finale Podiumsplatzierung. Wird maximal noch eine Runde dauern. Und dann kann er da den Windschatten sich zunutze machen.
Rundenzeiten von Kevin Westphal jetzt sehr gut. Neue persönliche Runde, schnellste Runde zuletzt. 26.096. Hoppe vorne auf einem Level mit Funder, da bewegt sich nichts hin und her. Auch Gunnar Miesen ist nicht schneller, also die beiden P1er, sollte es so weitergehen, werden vorne das Ding machen. Aber hier wird es jetzt natürlich interessant werden. Tobias Soltau im Simsing Pro muss sich verteidigen gegen den Piranha. Dahinter die beiden KPRs und Kevin Westphal Euronics auf der 7. Also möglicherweise diese Runde schon der Angriff von Gunnar Miesen. Natürlich, klassisch Startziel, jetzt durch das Oval in den Windschatten und dann rausstechen. Welche Bahn lässt er ihm? Er lässt ihm die Innenbahn, überraschend, dass er sich dann nicht verteidigt. Und das müsste eigentlich der Positionsgewinn sein für Gunnar Miesen. Wenn er jetzt den Bremspunkt trifft, dann wird es Tobias Soltau ganz schwer haben, sich zu verteidigen. Möglicherweise eine kleine Berührung zwischen den beiden, ist aber alles gut gegangen. Und ja, also da hat er ihn ja praktisch durchgewunken. Soltau nach seinem Zwischensport machen langsam die Reifen schlapp, kann sich dann nicht verteidigen, macht es dann auch erst gar nicht. Knapp 25 Minuten noch. Damit Gunnar Miesen jetzt auf der letzten Podiumsplatzierung, dem dritten Platz. Nachdem es beim letzten Mal Rang 7 war, scheint hier der erste Erfolg, möchte ich es mal nennen, für Piranha rauszuspringen. Werden dementsprechend auch ein bisschen was gut machen in der Teamwertung. Aber Soltau bleibt dran. Also noch gibt er sich nicht geschlagen. Natürlich, warum sollte er? Wird weiter versuchen, was möglich ist. Allerdings, letzten Rundenzeiten, habe ich schon angesprochen, lassen eher darauf schließen, dass Gunnar Miesen sich über kurz oder lang absetzen kann. Allerdings ist es die eine Sache, auch wegzufahren. Denn das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn der Gegner sich dann wieder an einem Fahrzeug vor sich orientieren kann. Scheint jetzt hier aber im Mittelsektor deutlich verloren zu haben. Das spricht jetzt wieder dieser Theorie in die Hände, dass er eben die besseren Reifen hat oder dass Gunnar Miesen die besseren Reifen hat. Tobias Soltau nicht mehr mithalten kann. Geben wir KPR ein bisschen Zeit im Scheinwerferlicht. Jens Jakob, Jürgen Bell sind relativ eng zusammen. Jürgen jetzt in der letzten Runde hat ein bisschen geschwächelt. Waren schon näher, dichter beisammen. Und Kevin Westphal von hinten
Ja. Also seine Zeiten stimmen auf meiner Liste zumindest überhaupt nicht mehr. Die werden gar nicht mehr aktualisiert. Wenn ich ehrlich bin, ich habe es jetzt hier mal neu gestartet, schnell. Da steht immer noch die 26.093, als wenn er nicht jede Runde gesamt exakt gleich schnell fährt. Dann ist das einfach nur Quatsch, was da steht. Kannst es auch nur so weitergeben. Zumindest der Abstand scheint Sinn zu ergeben. 14 Sekunden hinter diesen beiden Duo. Das wird aber sehr, sehr schwer, das noch reinzuholen. Man muss über eine Sekunde rausholen pro Runde. Und das denke ich mir doch gerade, was ist da passiert? Das ist Gunnar Miesen. Hier direkt vorne in beiden. Und da muss was passiert sein. Ja, da sehen wir ihn schon. Hier, Kurve 6. Erneut Kurve 6. Er war da noch nicht dabei, aber das nennt sich Übersteuern und das ist gar nicht gut. Vor allem, wenn man da noch... Ah, hat er da berührt? Das war ganz knapp. War nicht zu erkennen. Möglicherweise ganz leicht angeschlagen. Und dementsprechend... Ist er jetzt weg von Solter und dann denkst du, da ist er schon wieder dran. Also jetzt machen sie aber die Fehler hier. Das riecht dann nach einem Problem bei Solter. Wenn der Abstand so schnell wieder zugefahren wurde. Ja, das sieht gut aus. Lass uns mal ab hier laufen. Solter, es geht ins Infield, Kurve 8. Zu weit rausgekommen. Dreher. Na, da hättest du das Podium im Grunde schon wieder sicher gehabt und dann wirft das wieder weg. Einer nach dem anderen und damit sind sie wieder, ja, Heck an Nase. Erneut Soltau vor Gunnar Miesen. Nichtsdestotrotz Soltau nach wie vor mit der zweiten Chance. Die Zeit wird nicht mehr werden, also Tobias, werde ich doch dieses Mal. Schnapp dir die innere Bahn auf der Startziel. Und dann kann man das ganz gut verteidigen. Das hat Justin Hoppe vorgemacht. Vorne übrigens Hoppe Funder, die werden es jetzt ja dementsprechend ruhig angehen lassen. Nachdem der Abstand jetzt vom drittplatzierten Tobias Soltau auf die ersten beiden, oder muss man sagen, auf Tobias Funder 25 Sekunden beträgt. Funder seinerseits nochmal 15 Sekunden hinter Hoppe. Jürgen Bell hier ganz knapp jetzt hinter Jakob. Und da kommt schon Kevin Westphal über Startziel. Also sehr ominöse Umstände bei seinem Boxenstopp. Da räumt er mal wieder die Hütchen ab. Wir haben es schon festgehalten, das ist vom Spiel her in Ordnung. Und ich denke, der iRacing das direkt regelt mit Off-Track und den Verwarnungen. Wird es da wohl auch hinterher keinen Einfluss mehr von der Jury geben. Gehe ich mal davon aus, aber verlasst euch da mal nicht auf meine Worte. Gunnar Miesen ist dran. Raus beschleunigen, Kurve 11. Und dann Vollgas ins Oval rein. So, jetzt bin ich mal gespannt. Tobias Soltau, entschließt er sich dieses Mal für die innere Spur? Gunnar Miesen hat nicht die exakt gute Position wie beim letzten Mal. Da konnte er den Windschatten hier besser ausnutzen. Jetzt muss er leicht vom Gas gehen und dann am Ende voll draufsteigen. Und Soltau erneut nimmt er die Außenbahn. Und Gunnar Miesen hat erneut den Vorteil. Und da sieht man es, er hatte nicht mal die Nase vorne. Kann da ganz gemütlich reinbremsen. Und Soltau ohne Chance. Das ist für mich ehrlich gesagt nicht verständlich, warum man in so einer Phase seinen Podiumsplatz nicht energischer verteidigt. Vielleicht hat er da auch eine Abstimmungsschwierigkeit. Die Autos etwas unruhiger als normalerweise, wenn sie da vom
sogenannten Banking zurückkommen in den waagrechten Teil der Strecke. Und wenn er da die innerste Linie nicht halten kann oder eben nicht die Zuversicht hat, dass sein Auto das mitmacht, ja, dann kann er da nicht mehr rüberziehen, weil dann hat Gunnar Miesen die Nase schon drin in der Lücke. Und dann kracht es halt, und zwar bei so einer Geschwindigkeit, dass wohl beide komplett raus wären, wenn sie sich da berühren. Ecke an Ecke fahren. Vorne scheint alles klar zu sein. Justin Hoppe und Michael Funder werden den Doppelsieg einholen für P1. Aber hier geht es noch um Position 3. Jetzt sollte er möglicherweise, greift nicht an. Er greift nicht mal an, bleibt dahinter. Hätte durchaus die Möglichkeit gehabt. Also das ist doch sehr überraschend. Wie gesagt, ich sitze da nicht drin im Auto. Ich kann nur mutmaßen, aber es ist von meiner Sicht aus nicht nachvollziehbar. Wieso sollte er nicht energischer um den Platz kämpfen? Sicher, er hat die schwächeren Reifen momentan. Hat weniger Möglichkeiten als Miesen vor ihm. Aber er hätte durchaus was machen können. Jetzt erneut in dem zweiten Abschnitt. Das relativ schnelle S, kann man sagen. Na, muss da eng anfahren auf Kurve 11. Das kostet ihm deutlich Schwung. Und dann will er es nicht wahrhaben, dass er so weit wegfährt. Fast das Auto verloren am Ausgang. Aber hat es nochmal halten können. Jetzt, wenn er den Windschatten bekommt, und danach sieht es aus, dann kann er sich nochmal ranfahren. Angreifen wird er diese Runde definitiv nicht können. Na gut, am nächsten geht trotzdem mal auf Nummer sicher, merkt dann aber auch, das war nicht nötig. Und es bleibt eng zwischen den beiden. So, Jürgen Bell mit einer ganz schlechten Runde letzten Umlauf und einem weiteren Boxenstopp, während wir hier beschäftigt waren mit den beiden. Kann ich also verkünden, dass Kevin Westphal in diesem Moment dann wieder auf die sechste Position gefahren ist, gemäß seiner Startnummer Nummer 6. Der Ronix-Pilot also hat eine Position gut gemacht. Jürgen Bell ist möglicherweise irgendwo eingeschlagen, denn er war auch nochmal an der Box. Weniger als 15 Minuten vor Ende. Wohl nicht geplant. Abstand auch dementsprechend groß. Also Bell wird aus eigener Kraft definitiv nichts mehr machen können. Ins Ziel fahren, ja, aber mehr auch nicht. Kevin Westphal 8 Sekunden hinter Jens Jakob. Das wird eng, falls er da nochmal angreifen möchte. Wir bleiben zunächst beim Duell Soltau-Miesen. Aber das scheint sich jetzt erneut aufzulösen. Also Soltau sehr passiv, sehr, sehr passiv in dieser zweiten Rennhälfte. Also er wird sicherlich sich ärgern, dass er da den Fehler eingebaut hat, nachdem Gunnar Miesen ihm ja eigentlich das Treppchen zurückgeschenkt hat. Auch das sieht nicht optimal aus, wie er hier in Kurve 6 reingeht. Leichte Bewegung im Auto, nichts Übertriebenes, aber das sind einfach so Dinge, wenn du eh schon nicht sicher bist mit so einem Fehler von vor kurzer Zeit, dann wird dir das sicherlich nicht das Selbstvertrauen zurückgeben und dementsprechend musst du abreisen lassen. Hoppe, Funder, Miesen, Soltau, Jakob, Westphal, Bell, das die sieben, die mit noch dabei sind. Und Kevin Westphal mit dem Fehler im ersten Abschnitt. Da sehen wir ihn noch stehen,
Schauen wir uns das Ganze in bewegten Bildern an. Da gibt es Übersteuern, Ausgang Kurve 5. Sehr ungewöhnlich. Hat es fliegen lassen, wollte Jens Jakob nochmal einholen. Ging aber im Grunde nach hinten los. Schauen wir auf die Zeit. 11 Minuten vor Ende. Und das wird sicherlich... schon fast das Endergebnis sein. Jetzt haben die Fahrer es definitiv selbst in der Hand. Wir gehen mal schnell durch. Also wir haben auf der 1 Justin Hoppe, auf der zweiten Position Michael Funder. Der Abstand, ja, wir sehen es eingeblendet, über 17 Sekunden. Also da geht absolut nichts mehr nach vorne. Michael Funder eben auf der zweiten Position. Gunnar Miesen, auch da der Abstand, da wird nichts mehr sich ereignen. Gunnar Miesen, Tobias Soltau, die beiden hatten wir gerade ausführlich besprochen. Da hat es sich jetzt eher wieder in Richtung Gunnar Miesen entwickelt. Ja, Tobias Soltau, wie gesagt, er hätte es drin gehabt, hat sich dann meiner Meinung nach zu passiv verhalten im direkten Zweikampf. Da wäre deutlich mehr drin gewesen. Vor allem, das hätte auch über eine Viertelstunde verteidigen können. Also das wäre jetzt nicht allzu Ungewöhnliches gewesen. Jetzt müssen sie es beide nur noch nach Hause fahren. Soltau seinerseits sollte aber auch nicht zu viel noch verlieren. Denn, ja, wir sehen es, Jens Jakob, der kommt von hinten. Wenn er so weitermacht, wird das nochmal eng werden. Etwas über 9 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Nach seinem Fehler... Kevin Westphal außer Reichweite. Der Abstand unten rechts, den Sie übrigens sehen, unter Westphals Namen, das ist der Abstand zur Spitze. Also über eine Minute hängen da bereits dazwischen. Und ja, Jürgen Bell nach dem erneuten Boxenstopp chancenlos. Auch da nochmal was zu reißen. Der hinter ihm platzierte Roland Wehrer, ja, bereits seit geraumer Zeit aus dem Rennen. Vor circa 30 Runden hat er sein Rennen beendet. Ja, Jens Jakob, kommt da nochmal was? Er braucht gute Rundenzeiten, wenn er Soltau unter Druck setzen möchte. Im letzten Umlauf hat er ein bisschen was verloren und ich sag ein bisschen mit einem Grinsen auf dem Gesicht, denn das waren 5000stel. Nicht der Rede wert im Grunde. Wir befinden uns in der Schlussphase. Die heißen Duelle sind bereits entschieden. Es geht nur noch in Anführungszeichen darum, ins Ziel zu kommen. Jetzt hat Jens Jakob mal wieder ein bisschen gut machen können auf Tobias Soltau. Also das ist möglicherweise das Duell, das noch nicht oder am wenigsten klar ist. Abstand jetzt momentan 4,6. Wir blicken nochmal schnell, weil es so schön ist, auf die schnellsten Rundenzeiten. Sehen, da geht die Krone heute an Tobias Soltau. Wird ihm im Endeffekt nicht viel bringen. Mit 25,8 hat er da so ziemlich genau seine Quali-Zeit wiedergegeben. Auf der 2 Michael Funder in der Zwischenzeit. Kevin Westphal
Dann Justin Hoppe und Jürgen Bell, der sogar schneller gefahren ist als Gunnar Miesen. Der Unterschied ist Gunnar Miesen auf der 3, Jürgen Bell auf der 7. Na, woran liegt das wohl? Das war eben die Konstanz und da muss man Gunnar ganz klar ein Lob aussprechen. Der hat das Maximale definitiv rausgeholt, wenn wir uns diese Zeiten ansehen. Und dann haben wir natürlich noch Jens Jakob und Roland Wehrer. Und man muss schon sagen, das gesamte Feld eng beisammen. Also da hätte jeder heute für eine Überraschung sorgen können. So wird es wohl Justin Hoppe sein, der hier den ersten Saisonsieg nach Hause fährt. Damit der einzige, der jetzt bei beiden Rennen dann aufs Podium sich platzieren konnte. Nach momentanem Stand. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sich da nichts mehr ändert. Vor allem unter den Top 3 ist eigentlich alles entschieden. Und wenn man dann auch schon so einen Abstand hat, dann wird dann auch keiner mehr alles dran setzen, nochmal eine Position gut zu machen. Wieso, weshalb, warum, ist ganz klar. Es geht aus eigener Kraft nicht mehr. Ist unmöglich, nochmal was rauszuholen. Ja, Jens Jakob, das ist meiner Meinung nach der Einzige, der aus eigener Kraft möglicherweise nochmal was schaffen könnte. Da muss Soltau aber auch mitspielen. Und jetzt hat Soltau irgendwie ein Problemchen gehabt. Schauen wir mal zu. Kam er dazu sehr unter Druck? Und in der Tat, da ist der Fehler. Wir verlieren ihn sogar komplett aus der Sicht. Und er steht, ist raus. Soltau wirft die Karre 4 Minuten vor Ende tatsächlich noch weg. Ja, halt ich's denn aus? Westphal vorbei, Bell vorbei. Soltau ist definitiv raus. Da gibt es auch kein Wenn und Aber und vielleicht ist er noch mit dabei, hat das Auto abgestellt. Und wird vielleicht möglicherweise auf Platz 7 gewertet. Ich gehe mal davon aus, kurz vor Schluss hat er die minimale Renndistanz hier absolviert. Ja, damit Jens Jakob auf die 4. Nach vorne, Westphal auf die 5, Jürgen Bell auf die 6 und damit haben wir jetzt die kleinsten Abstände bei circa 10 Sekunden, Jakob auf Miesen, Westphal auf Jakob. Da wird wohl nichts mehr passieren, also das habe ich gerade schon gesagt, dann schmeißt Soltau oder die Karre weg. Also Jungs, jetzt fahrt's nach Hause einfach, fahrt's einfach nach Hause. Es gibt nichts mehr zu gewinnen und ihr könnt's alle. Ein bisschen die Sicherheit mit reinnehmen jetzt in die Runden. Dann passiert da nichts mehr. Auch ein Kevin Westphal, der ja von den Zeiten her bis zu 6, 7 Zehntel schneller fährt als Jens Jakob. Auch der wird nichts mehr ausrichten können. Bei 2,5 Minuten noch, das sind 2 Runden, da passiert nichts mehr. Also auch da die klare Ansage an Jens Jakob, geh auf Nummer sicher, bremst 5 Meter früher, geh 5 Meter später aufs Gas und alles ist in Butter. Und somit warten wir eigentlich nur noch, bis Justin Hoppe dann die Ziellinie überqueren wird. Wahrscheinlich noch 1,5 Runden. Ja, leider keine neuen
Infos, was Jürgen Gattringer angeht, da müssen wir wohl oder übel das Thema unaufgelöst lassen. Und jetzt sind wir also in der letzten Runde mit Justin Hoppe. Der hier wohl das Rennen gewinnen wird. Hat noch eine Runde vor sich, das wird er nicht mehr wegwerfen. Michael Funder auf der 2 ist 20 Sekunden weg. Also, das Ding ist durch. Was verändert sich in der Gesamtwertung? Da wird, ja, Justin auf jeden Fall die Führung übernehmen. Michael Funder mit großen Chancen auf die 2 vorzuspringen. Wird ganz knapp werden mit Kevin Westphal. Und dahinter wird sich dann Gunnar Miesen einreihen und Jens Jakob. Auch Jürgen Bell wird einen großen Sprung nach vorne machen. Tobias Soltau, sofern er gewertet wird, in etwa dann auf dem Niveau von Gunnar. Also so Rang 5, Rang 6. David Jahn, der Sieger des ersten Rennens, wird natürlich Plätze lassen, da die anderen gut punkten werden. Jetzt gratulieren wir aber erstmal in diesem Moment Justin Hoppe für den Sieg beim zweiten Lauf der GT Challenge. Also Gratulation an Justin. Und Michael Funder in diesem Moment auf der letzten, in der letzten Kurve macht den Doppelsieg für P1 Gaming bei Schubert Motorsport. Perfekt, Gratulation an die beiden. Haben es sehr gut gemacht heute. Wir warten noch auf die weiteren. Wir haben gesehen, Jürgen Bell im hellblauen Auto bereits abgewunken auf der 6. Position. Und in diesem Moment wird dann das Podium komplettiert. Jetzt kann auch der Motor in die Luft fliegen. Da kommt er trotzdem noch über Startziel. Gunnar Miesen wird Dritter, schnappt sich also den ersten Podiumsplatz für Piranha im Jahre 2014. Was iRacing angeht, Jens Jakob auf der 4 in diesem Moment rüber. Und der Letzte, der so lange vorne war und dann in der Box eine ganze Minute verloren hat, Kevin Westphal, wohl mit einem kurzen Verbindungsabbruch, schätze ich einfach mal, dass er da kurz aus der Simulation geflogen ist, das Rennen dann wieder aufgenommen hat. Also auf jeden Fall, Gratulation ans Podium. Wir machen ein kleines Päuschen, sind dann in wenigen Momenten wieder da mit der Siegerehrung der Top 3. Und atmen erstmal durch. Wie gesagt, wir hören uns gleich wieder, also nicht weggehen, dranbleiben, bis gleich.
Wir sind zurück, haben uns die ersten drei geschnappt und quetschen sie jetzt ordentlich aus. War ja doch eine Menge los an diesem zweiten Renntag der GT3 Challenge 2014. Wir fangen wie immer an mit dem Sieger, Justin Hoppe. Gratulation zu Platz 1. Zweite Podiumsplatzierung in dieser Saison. Und ja, ich würde sagen, da ist mehr oder weniger alles nach Plan gegangen. Es gab sehr schöne Fights mit dir und Kevin Westphal, aber erzähl's uns doch einfach mal, wie war's für dich? Ja, der Start verlief eigentlich ganz gut. Dann war einfach der Plan, weil durch die lange Gerade mich hinten ranzuhängen nach Runde 1, und das hat auch ganz gut geklappt. Und dann gab's halt diese besagten Windschattenfights, eigentlich normal für diese Strecke. Im Infield blieben eigentlich alle ganz dicht zusammen, auch ich glaube auch bis Platz 5 oder so waren wir alle ganz dicht zusammen. Und ja, und dann den Stop, den hatten wir uns eigentlich schon diesmal besser geplant als zum Beispiel in Kota und verlief dementsprechend auch nach Plan. Und ja, nach dem Stop, ich weiß nicht, was mit dem Kevin passiert ist, aber er kam irgendwie nicht mehr aus der Box. Ja, wir haben es auch noch nicht ganz aufklären können, hat auf jeden Fall eine Minute verloren, war dann natürlich chancenlos, was den Sieg angeht, aber okay, ich meine, so passiert es eben mal. Für dich war es sicherlich nicht so schlimm. Hast du danach in der zweiten Hälfte keinen Konkurrenten mehr gehabt, keinen direkten. Übernimmst jetzt auch die Meisterschaftsführung, also da ist durchaus was drin dieses Jahr. Freust dich schon auf das nächste Rennen in Interlagos? Wird es in 2 Wochen weitergehen? Auf jeden Fall. Also Interlagos liegt mir definitiv besser als die ersten beiden Strecken. Also jetzt so vom Fahrischen her. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf Interlagos. Also sind wir mal gespannt, ob du die Führung dann in der Meisterschaftswertung verteidigen kannst. Für heute nochmal Gratulation zum Sieg und ja, feier schön. Jo, dankeschön. Auf der 2, sein Teamkollege macht den Doppelsieg für P1 Gaming perfekt. Und sein Michael Funder auch, die natürlich Gratulation zum zweiten Platz. Warst da am Anfang mit dabei, warst da mal kurz nicht mit dabei, hast dich dann wieder eingemischt und am Ende lief es auf Platz 2 hinaus. Ja, turbulentes Rennen, oder? Ja, sehr turbulent. Also eigentlich lief ja eigentlich alles nach Plan. Bis außer, dass ich mich halt mal ein bisschen vertan habe, ganz am Anfang. Aber dadurch, dass das halt so alles sehr eng war vorne, konnte ich halt wieder ranfahren. Ja, da gab es halt kleine Berührung, wo ich halt noch nicht weiß, ob es eine Berührung war oder nicht, weil ich habe da nichts von gemerkt. War natürlich schade dann, dass es da dadurch keinen Fight mehr gab, aber ansonsten war eigentlich alles ganz in Ordnung. Also du sprichst natürlich auf das Duell mit dir und Kevin Westphal an. Es war nicht ganz erkennbar, wenn, dann war es minimal. Ja, im Chat wurde eifrig drüber diskutiert, also da ist gar nicht so eindeutig die Sache irgendwie darzustellen. Ja. Also ich kann da von mir aus sagen, also in meinem Replay berühre ich ihn nicht und ich habe auch keinen Contact dafür gekriegt, also von iRacing oder so. Also wenn ich ihn berührt habe, ist es natürlich scheiße gelaufen, weil das ist halt doof. Das hat halt auch ein bisschen Spannung rausgenommen nachher dann. Aber ja gut, ich war halt auch innen, ne? Also er hat auch sehr stark rübergezogen. Ne? Ich weiß, also es ist, muss man später nochmal drauf gucken, wenn man das alles so sich ein bisschen gesetzt hat, würde ich sagen. Wenn ich schon höre, dass da diskutiert wurde. Ja, also es wurden beide Seiten vertreten, mehr oder weniger. Gut, lass mal das mal so stehen. Das wird sicherlich Thema in den nächsten Wochen sein, auch für dich. Denke ich mal, aber alles in allem ein gutes Rennen. Den Doppelsieg, den nimmt man gerne mit. Also feier schön und ja, wir hören uns und sehen uns in 2 Wochen wieder aus Interlagos. Alles klar. Ja. Damit bleibt noch einer übrig, den Drittplatzierten nach langem Kampf mit sich selbst, der Strecke und Tobias Soltau, am Ende der Glücklichere. Gunnar Miesen auf Platz 3, Gratulation dazu erstmal. Ja, hallo, Dankeschön. Glückwunsch erstmal an die ersten beiden. Ja, war ein sehr turbulentes Rennen, glücklicher Dritter. am Start direkt mal gedreht, ja. Dann verlief das Rennen eigentlich ereignislos bis zum Stopp. Ja, dann hatte ich den Tobias vor mir, war im P4 und ich gepusht. Ja, dann habe ich ihn überholt. Ja, dann kam leider der zweite Fehler. habe mich ein bisschen geärgert, fuhr weiter und der Tobias hatte in derselben Runde auch einen Fehler gemacht. Nach langem Hin und Her habe ich ihn wieder bekommen. Ja, und freue mich sehr über den dritten Platz. Am Ende hattest du die besseren Reifen. Für mich sah es so aus, als ob sich dennoch Tobias ein bisschen
wenig gewährt hat. Vor allem was die Windschattenduelle angeht, hat er dir immer die innere Bahn gelassen, sodass du zweimal relativ problemlos vorbeiziehen konntest. War das auch so überraschend für dich? Ja, ich habe halt immer dementsprechend Platz gelassen, weil man weiß ja nie, also mitziehen hätte er können. Ja, hat er nicht getan, war ein bisschen vorsichtig, ja. Ja, lieber so, als überall immer reinzuhalten, ne? Ich meine jetzt aber eher auf der Startziel schon, dass er da dir die innere Bahn, also dass er nicht Kampflinie gefahren ist sozusagen. Ja gut, er hat halt nicht geblockt, ja. Vielleicht hat er den Rückspiegel ausgeschaltet oder rausgerissen, ich weiß nicht. Ja, nun gut, du hast am Ende die Nase vorne gehabt, war aber auch nicht unverdient, turbulentes Rennen auch für dich. Letztendlich Platz 3, ich denke, das geht in Ordnung, erste Podiumsplatzierung in der Challenge für Piranha, die nimmt man gerne mit. Auch an dich vielleicht nochmal kurz der Ausblick auf Interlagos, wie sieht's da aus bei dir? Naja, ich hoffe mal, dass ich ein bisschen mehr Vorbereitung habe. Ich war die letzten Wochen im Urlaub, da war das alles ein bisschen zäh, nur ein paar Runden gedreht, sehr schlechte Vorbereitung, kein richtiges Setup. Naja, Interlagos wird besser. Zumindest ja. Für mich Platzierung, wäre natürlich dritter Platz schön, glaube ich aber nicht. Ja gut, von der Platzierung lief es ja gar nicht so schlecht heute. Ja. Ja. Dank dir trotzdem für die Worte, Gunnar Miesen auf Platz 3. Gratulation dazu. Dankeschön. Ja, damit sind wir am Ende unserer Übertragung angekommen. Ich bedanke mich bei allen Zusehern, natürlich auch beim Chat, die ordentlich was hergegeben haben heute Abend. Bin da kaum hinterhergekommen im Lesen. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Wie gesagt, aus Interlagos, das ist der 24.09. Startzeit des Streams wieder so kurz vor 8, 5 vor, 10 vor 8. Einfach mal reinschalten, Hitbox nach wie vor. Ist noch nicht ganz so bekannt, dass wir gewechselt haben, also verteilt ruhig die Adresse weiter, falls ihr denkt, dass es sich lohnt einzuschalten. Das sollte das Ziel sein. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, ich bedanke mich bei den Fahrern, bei allen, die mitgemacht haben, und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine frohe restliche Woche. Bis zum nächsten Mal.